kommen möchte, der darf die Chance bekommen, dazu zu kommen. Was machen wir heute Schönes? Wir werden heute mal wieder einen schönen Spruch zusammen verblenden. Ich hoffe, ihr habt euch die Vorlage alle runtergeladen und hoffentlich schon auf euer Aquarellpapier übertragen. Falls nicht, zeige ich das jetzt auch gleich noch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und dann geht's auch schon los. So, was brauchen wir an Material für heute? Wie gesagt, die Vorlage. Wenn wir die noch zusammen übertragen wollen, brauchen wir einen Bleistift, brauchen eventuell noch einen Radiergummi, natürlich die ausgedruckte Vorlage und ein Aquarellpapier. Ich habe meins natürlich schon übertragen, zeige euch aber jetzt gerne, wie es dann funktioniert. Und am Ende, hoffentlich so in 50 Minuten, haben wir dann alle dieses schöne Werk gezaubert. Aber zu Anfang, wie geht's los? Wenn ihr solche Vorlagen euch übertragen möchtet, ich drucke sie mir mal ganz gerne, reicht ja vollkommen aus, in Schwarz-Weiß. Und dann schraffiere ich die Rückseite genau da, wo die Buchstaben sind. Also ich schraffiere jetzt nicht die komplette A4-Seite, ganz bequem, locker aus der Hand über quasi rückseitig der Buchstaben und dann lege ich mir mein Aquarellblatt hin, lege die Vorlage 1:1 da drüber und fahre ganz simpel mit einem spitzen Bleistift einfach die Konturen nach bei so dickeren Buchstaben und bei so dünneren nehme ich einfach das Ganze als Monolinie, fahre das Ganze in Fleißarbeit nach und am Ende sieht mein Werk dann so aus. Seht ihr das alle gut? So, genau. So sieht es dann aus. Ja. Am Ende kann man das nämlich wunderbar wieder wegradieren, hat aber eine wundervolle Orientierung, die man ausfüllen kann. So. Wer das noch nicht gemacht hat und es machen möchte, der hat jetzt ein paar Minuten dafür Zeit. Derweil erzähle ich euch ganz kurz etwas zu einem neuen Produkt bei Online-Schreibgeräte. Und zwar, die ein oder anderen haben es bestimmt jetzt auch schon in den Stories gesehen. Bei Online-Schreibgeräte gibt es jetzt ein neues Paket der Kali Brush Pens, nämlich die Grey Edition. Das sind wundervolle 5 Grautöne, von hell bis richtig fast schwarz-grau, die es uns ermöglichen, wundervolle Schatten zu zaubern in unterschiedlichen Nuancen und für alle, die gerne nur in Graulettern wie ich, können jetzt ihrer Liebe zu Grau richtig, richtig nachgehen. Also ich bin sehr begeistert, mir gefallen sie sehr gut und als ersten kleinen Tipp für heute und zwar mit dem ganz, ganz, ganz hellgrauen könnt ihr euch solche Blendings auch einfach vorschreiben. Was meine ich damit? Ich schnappe mir geschwind ein Stückchen Aquarellpapier. Hol euch mal ein bisschen nah ran, dass wir auch sehen, was ich hier so mache. So, anstatt jetzt mit einem Bleistift vorzuzeichnen, kann ich mir jetzt natürlich meine Typografie direkt mit diesem schönen grauen Kali Brush Pen vorschreiben. So, schreiben wir doch gleich mal Kali Brush, bevor wir irgendein Blödsinn schreiben. So, noch ein U, ein S und dann noch ein schönes H und dann haben wir es doch schon. So.
Jetzt haben wir unser Lettering einfach schon mal vorgeschrieben, schnappen uns jetzt zwei unserer Lieblingsfarben. Ich mache das jetzt gleich mal hier mit den zwei Türkistönen. Einmal das dunklere und einmal das hellere aus der Pastellkollektion. Jetzt fahre ich einfach meine vorgeschriebene Buchstaben hier mal nach. So, schnappe mir gleich das dunklere. Wie immer beim Verblenden lassen wir ein bisschen Abstand. So. Jetzt wird ein bisschen Zewa geholt. Geht natürlich auch jedes x-beliebige Küchentuch und mein Wassertankpinsel. So, ich schaue jetzt, dass meine Spitze schön feucht ist vorne, aber nicht zu nass. Und dann gehen wir ganz normal wie beim Blending auch vor. Wir aktivieren erst einmal unsere Pigmente über die komplette Fläche. So, bis nach ganz unten. Wenn es mir zu feucht ist, der Pinsel, trockne ich ihn gerne noch ein Stückchen ab. So, ich gehe auch gleich in die Fläche, wo keine Pigmente waren. Jetzt löse ich mir flott meine dunkleren an und gehe gleich rüber in das helle. So, damit ich, solange es alles noch schön feucht ist, einen tollen Verlauf habe und arbeite mich jetzt hier weiter durch mein dunkleres Türkis. So. So kann man jetzt natürlich mit seinen Letterings arbeiten. Muss nicht mit dem Bleistift formen. Man schnappt sich einfach einen hellgrauen, den hellsten Kali Brush und schreibt vor und kann dann darüber kolorieren. Ich bin richtig, richtig begeistert. Online Germany, sehr coole Idee, sehr schöne Farbe, hell genug, dass man wirklich mit allen Farben drüber blenden kann. Zurück zu unserem Werk, was wir heute machen. So, ich hoffe, alle haben jetzt soweit ihren Spruch vorbereitet oder haben es Freestyle kurz vorgeschrieben, sich vornotiert. Da schreiben schon einige, dass sie das Paket heute auch bekommen haben. Ja, probiert es aus, habt Freude dran. Ich bin richtig, richtig begeistert und verliebt in die neuen Grautöne. So, ans Werk. Ich habe mich heute für die zwei Türkistöne entschieden. Das Blau aus der Neon-Kollektion, ein helles Grün und das dunkle Grün, mit denen werde ich jetzt auch arbeiten, so wie es in der Vorlage ist. Und dann würde ich mal sagen, Schritt für Schritt. Was kannst du denn nicht finden? Du kannst die Vorlage nicht finden. Die Vorlage sollte auf der Webseite von Online-Schreibgeräte sein. online-pen.de. So, ans Werk. Ich lege los. Damit es einfach schneller geht, öffne ich mir jetzt einfach schon mal meine drei Farben für das Wort Mut. Mut ist der Anfang, Erfolg. Das Ende. Ich finde, ein wunderbarer Spruch, der euch vielleicht auch ein bisschen ermutigen soll und darf, mal neue Farbkombinationen auszuprobieren, neue Kreativtechniken auszuprobieren, denn auch die kleinen Erfolge zählen im Leben. Und manchmal ist es einfach das kleine Fünkchen Stolz auf einen selber, weil man mutig genug war, mal eben eine neue Farbkombination auszuprobieren. Also ran ans Werk. Der Mut will farbig werden. Ich fange jetzt oben mit dem hellsten Ton an. So. Und verteile den eben entsprechend meiner Fläche. Hier unten gehe ich ins Blau und lasse
wie gerade eben schon gezeigt, ein bisschen Abstand. Ich arbeite mich immer entlang, so wie ich auch die Buchstaben schreibe. Also blende ich jetzt praktisch auch so in dieser Reihenfolge, wechsle ich diese drei Farben jetzt immer ab, einfach im Schreibfluss entlang. So. Das wird der super Spruch, ja, finde ich auch. Also mir gefällt er auch gut. Ich habe am Wochenende wirklich geguckt und mich inspirieren lassen von Instagram und Pinterest, was man denn Hübsches machen kann. Bin jetzt, glaube ich, ganz zufrieden mit meiner Wahl. Seht ihr das alle gut genug? Soll ich euch noch einen Ticken näher holen? Ja, ich glaube, so ist ganz gut. So, und auch hier löse ich mir erstmal meine Pigmente an, um den schönen Wasserfarben-Effekt zu bekommen. So, und jetzt noch das Blau. Und dann wird schon an der Verbindung gearbeitet. So. Wenn ihr zu viel Wasser habt, könnt ihr das gern einfach abstreifen, damit wir nicht zu viele Pfützen haben. So. Und vom Blau fehlt mir jetzt noch das dunklere Türkis. So. Ihr selber bestimmt natürlich, wie weit die Farben nach unten gehen, in welcher Reihenfolge ihr sie anwenden möchtet. Ihr müsst jetzt natürlich nicht in Türkis arbeiten, so wie ich. Ihr nehmt natürlich eure Lieblingsfarben. Denkt aber dran, beim Blenden ist es immer einfacher, das Ergebnis schöner, wenn ihr Farben einer Farbfamilie nehmt. So, sprich, ich bewege mich jetzt hier in dem Ton von Türkis und Blau. Und da habe ich einfach keine Sorge, dass irgendwelche Farbverläufe oder Kombinationen oder Verbindungen unglücklich werden, wie zum Beispiel bei Komplementärkontrasten. Wenn ihr jetzt versucht, Gelb in Lila zum Beispiel oder Rot in Blau oder Grün in Orange zu verarbeiten, Grün in Rot oder Orange in Blau zu verblenden, dann wird es immer ein bisschen eine kleine schmutzige Angelegenheit. Daher rate ich immer allen Finger weg von Komplementärkontrasten beim Blenden und immer schön in der Farbfamilie bleiben. Dann wird das Ergebnis auch wirklich zufriedenstellend. So, jetzt habe ich da oben so ein bisschen Pfützenbildung. Ich mag das, mir gefällt das. Es spiegelt einfach noch mehr den Aquarell-Look wieder. Und jetzt gehe ich wieder zu meinem Blau. So. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Ich schaue immer wieder drauf. Nicht, dass ich etwas verpasse. Bin ich jetzt richtig? Egal. Wir machen es jetzt mit dem Hellblau. Also auch wenn ihr jetzt was an der Reihenfolge verändert habt, so wie ich jetzt, weil ich nicht aufgepasst habe, passiert nichts. Ich sage immer, man ist der Chef seines eigenen Werkes und darf auch kurzfristig und spontan mal was ändern. Meinst du, wie alt ich bin? Ich bin 40. So. Gut, dass du kein Mann bist. Männer sollten mich nicht nach dem Alter fragen, aber einer Frau beantworte ich das natürlich sehr gerne. So. Wunderbar. Ein erster Buchstabe ist fertig. So, dann machen wir hier mit dem dunkleren Türkis weiter. So, der Livestream wird natürlich
wie alle Livestreams abgespeichert, sowohl auf der Webseite von Online-Schreibgeräte als auch auf dem YouTube-Kanal. Also wer jetzt dann später früher weg muss oder erst später dazukommt. Ja. So, immer schön wirklich über die komplette Fläche die Pigmente aktivieren. Wenn man merkt, oh, es wird ein bisschen trocken, es vermalt sich nicht so gut, dann einfach wieder den Wassertankpinsel aktivieren, anfeuchten und dann geht es gleich wieder viel schöner weiter. Welches Set braucht man dazu? Also grundsätzlich arbeite ich jetzt hier mit den Kali Brush Pens. Ich habe mir jetzt eine Mischung zusammengesucht, die zum Beispiel aus dem hellen Türkis, das findet man im Pastell-Set. Dieses Blau findet man im Neon-Set. Und dieses Türkis, dieses dunkle Türkis ist quasi in der Standardpaket dabei. Meine Grüntöne sind auch beide aus dem Standardpaket. Die werde ich dann später bei den anderen Buchstaben verwenden. Wer wirklich alle Farben haben möchte, der nimmt diese, oh, seht ihr sie nicht? Diese wunderbare, tolle Matte, wo sie alle enthalten sind. Also ich liebe sie wirklich, weil ich einfach mir nicht einzelne Sets immer zusammensuchen muss, sondern wirklich die komplette Farbpalette an einem Ort habe. Zusätzlich, klar, jetzt habe ich die Grautöne für heute mir noch zusammengelegt. Die Grautöne, die jetzt eben ganz neu sind. So. Grundsätzlich könnt ihr natürlich mit den Farben arbeiten, die ihr jetzt da habt. Ihr müsst jetzt nicht eins zu eins mit meiner Farbauswahl arbeiten. Da seid ihr schon frei. So. Immer wieder zwischendurch den Wassertankpinsel aktivieren, damit er frisches Wasser hat, schön feucht ist und uns erlaubt, die Pigmente einfacher zu vermalen. Oh, wie viel die ganze Palette mit allen Stiften kostet, das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Schaut jemand vom lieben Online-Germany-Team mit und kann die Frage beantworten? Das wäre richtig super. Ich weiß es leider nicht auswendig. Der Wassertankpinsel ist da nicht dabei. Genau. Na, 39,95 schreibt jemand. Ich gehe davon aus, dass es einfach so stimmt. So. Fehlt uns hier noch ein bisschen das T-Strichchen. So. Wunderbar. Ein Buchstabe nicht, ein ganzes Wort ist schon fertig. Wunderbar. So, die weiteren Zwischenbuchstaben, die ich jetzt nicht so in Fokalligraphie beziehungsweise im Brush Lettering Stil gezeichnet habe, die bleiben auch Monolinie.
Dazu schnappe ich mir jetzt einfach den dunklen Türkis-Stift und fahre mit gleichbleibendem Druck einfach die Buchstaben nach. So. Einfach beherzt mit gleichbleibendem Druck. Ihr könnt natürlich den Stift oder das Blatt drehen. Müsst euch jetzt dabei nicht die Hand verdrehen, ne? Bei Querstrichen nehme ich den Stift natürlich auch quer. So. Weil ich eben auch hier meinen Aquarelleffekt behalten möchte, obwohl ich hier gar nicht mit zwei Farben arbeite, gehe ich jetzt hier unten einfach noch einmal über die Buchstaben, gebe im unteren Bereich einfach noch mehr Pigmente dazu, die ich jetzt dann gleich mit dem Wassertankpinsel auch hier aktivieren werde. Damit, wie gesagt, der Look auch durch alle Buchstaben sich durchzieht. So, Wassertankpinsel aktivieren. Soweit ich weiß, gibt es den Wassertankpinsel nicht bei Online-Schreibgeräte. Was soweit ich weiß, wird an einem Set gearbeitet. Wann das da sein wird, kann ich euch nicht sagen. Aber solche Wassertankpinsel gibt es wirklich von vielen Herstellern. Wirst du auch bei jedem guten Kreativladen finden oder eben auch sowohl online als auch stationär. Also das ist jetzt wirklich keine Besonderheit, dass man sagt, der wäre jetzt schwer zu bekommen. Ja? So, und jetzt gehe ich auch einfach hier über meine Buchstaben drüber und aktiviere die Pigmente für meinen Wasserfarbeneffekt. So, was vielleicht noch zu diesen Wassertankpinseln zu sagen wäre, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Also das bedeutet, die Spitze hier vorne gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier einen M. Es gibt noch S, der ist noch deutlich feiner, noch deutlich dünner, die Spitze. Und es gibt natürlich auch viel größere mit viel mehr Haaren. Auch dieser Stift, diese Stiftlänge variiert von Marke zu Marke. Das ist jetzt zum Beispiel ein kleiner, da passen 5 Milliliter, soweit ich weiß, dran. Es gibt aber auch größere. Also mir wird jetzt diese Fläche, diese Fülle an Wasser auf jeden Fall für dieses Lettering vollkommen ausreichen. Also ich muss jetzt da nicht aufstehen und nochmal Wasser nachtanken. Passt vor allem wunderbar auch in jedes Stifte-Mäppchen und kann mit nach unterwegs. Kann auch unterwegs genutzt werden dann. Finde ich ganz spannend mit den kleinen. So. Ja, also so gut wie alles kann man heutzutage auf Amazon kaufen. Also auch Wassertankpinsel, aber auch die Kali Brush Pens gibt es auf Amazon. So. Der Anfang. Jetzt kommen zum ersten Mal meine Grüntöne zum Einsatz. Auch hier öffne ich mir die Stifte, damit alles parat liegt und der Anfang wird bei mir mit diesem schönen Dunkelgrün. So. Ich will auch solche Stifte, ja wunderbar, das gefällt mir. Sie sind auch wunderbar. So, auch den Anfang schreibe ich Monolinie mit einem gleichbleibenden Druck. Da kommt es jetzt nicht auf die Millimeter an, dass alles
Millimeter genau gleich dick und breit ist, aber so ungefähr. So, man kann dann auch noch ein bisschen was dazugeben. So. So. Und auch hier, wie bei den anderen Buchstaben, gebe ich unten noch ein bisschen mehr Pigmente hinzu. So. Kommt ihr alles soweit mit? Wenn ich euch zu schnell bin, müsst ihr Bescheid sagen. So, und auch hier werden die Pigmente aktiviert und schön verteilt. So, wenn ihr einfach da oben erstmal alles aktiviert, dann haben wir da oben den schön helleren Bereich. Und da, wo die Pigmente doppelt aufgetragen sind, wird die Fläche natürlich deutlich dunkler. Und dann kann man die von unten nach oben einfach ein bisschen vermalen. So. Und wieder oben. Wunderschöne Farbkombi. Ja, danke, sie gefällt mir auch sehr gut. Ich war mir jetzt unschlüssig, was ich machen soll, und ich wollte jetzt nicht wieder so in den Herbsttönen sein wie beim letzten Workshop. Mir gedacht, nee, heute darf es auch gern was anderes werden. So. Und wieder zum Schluss die untere Fläche aktivieren und nach oben verstreichen. Ja, genau. Also den Livestream gibt es dann auf jeden Fall auf der Webseite von Online-Schreibgeräte und auf dem YouTube-Kanal von Online-Schreibgeräte. Also ist auf jeden Fall gespeichert und ihr könnt ihn euch dann noch so oft anschauen, wie ihr möchtet. So. Nein, es ist nicht schlimm, wenn die quietschen. Allerdings sollten sie auf Aquarellpapier nicht quietschen, also zumindest quietschen sie bei mir nicht auf dem Aquarellpapier. Die quietschen nur so wunderbar, wenn man glattes Papier verwendet. Aber es ist ein ganz normaler Effekt. Alle Brushpens quietschen auf glattem Papier. Also ich muss aber sagen, ich mag dieses Geräusch sehr gerne. Es ist nicht schlimm. Sie werden dadurch nicht kaputt. So, jetzt ist der Anfang auch gemacht. Auf zum Erfolg. So, hier kombiniere ich jetzt hellgrün, dunkelgrün mit dem Neonblau. Und auch hier wechsle ich die Farben in meinem Schreibfluss ab. So wie ich die Buchstaben schreibe, so verläuft mein Verlauf. Die Katze hat gerade alle Stifte vom Tisch gefegt. Ja, wunderbar. Also ich habe zwar keine Katze, sondern einen Hund. Der würde die, wenn er sie finden würde, erst einmal zerbeißen. Deswegen muss ich da auch immer dolle aufpassen. Aber auf den Tisch hüpfen tut sie mir zum Glück nicht.
So, wo fangen wir jetzt an? Fangen wir mit dem Dunkelgrün an. So. In die gewünschte Fläche trage ich mir jetzt meine Pigmente auf. So, ihr seht, ich mache wirklich Buchstabe für Buchstabe, Fläche für Fläche. Hat den Vorteil, solange die Pigmente wirklich frisch aufgetragen sind, lassen sie sich viel leichter vermalen. Also würde ich jetzt mein ganzes Lettering erstmal vormalen und dann mit dem Blenden beginnen, sind die Pigmente einfach schon deutlich trockener und ich muss mehr arbeiten, also sprich mehr aktivieren, als ich möchte. Daher arbeite ich mich wirklich so von Buchstabe zu Buchstabe und von Fläche zu Fläche. Hat auch wirklich etwas sehr Meditatives dann. Bringt einen schön runter. Wie lange der Livestream noch dauert, der wird ungefähr bis 20 Uhr dauern. So, und hier kommt jetzt ein bisschen Grün ins Spiel. Das schöne, helle Grün. Jetzt fange ich beim Zeichnen auch wieder oben an. Und deswegen fange ich jetzt auch wieder mit Dunkelgrün an und danach kommt das Blau. So. Genau, jetzt haben wir die Frage auch mehrfach beantwortet. Bis 20 Uhr geht es heute. So. Und gehen wir ins Hellgrün rüber. Ich hatte es vorhin ja gesagt, man darf diese Abfolge der Farben sehr gerne ändern, weil ich jetzt nicht schon wieder da oben mit Dunkelgrün weitermachen möchte, nehme ich jetzt einfach die zweite Farbe, die kommen würde, und nehme das Blau, damit die Farben auch ein bisschen zur Geltung kommen im Erfolg. Und dann nehme ich auch gleich noch ein bisschen den Schwung dann nach oben mit. Ob es bei mir auch regnet? Ja, den ganzen Tag regnet es. Ununterbrochen, mal stärker, mal weniger. Aber es regnet. Zum Glück ist unser Hund keine Zicke und geht auch bei Regen nach draußen. Sonst hätten wir heute echt ein Problem gehabt. Aber der macht das Wasser überhaupt nichts aus. Das sind wir eher wir diejenigen, die ein Problem haben. Ja, ich mag diese Farbkombination auch sehr gerne. So, jetzt kommt wieder das Dunkelgrün ins Spiel. Für den Bogen hier rum. Hier rum bis hierhin. So. Der von meiner Oma geht auf das Katzenklo. Ja, wie süß. Nee, also unsere Hündin würde nicht aufs Katzenklo gehen. Aber wie süß. Sehr cool. Habe ich ja noch nie gehört.
Sensationell, was die Tiere so machen, wenn sie nicht in den Regen wollen. Geil. Richtig cool. Richtig schön. So. So, können wir die nächste Farbe? Du meinst den Kalligrafiestift? Welchen Kalligrafiestift? Das ist eine gute Frage. Meinst du jetzt einfach nur die Spitze von, also die andere Seite von dem Kali Brush Pen? Oder welchen Kalligrafiestift meinst du jetzt? Nach Blau kommt Hellgrün. In der Südsteiermark war heute strahlender Sonnenschein. Wunderbar, das ist herrlich. Ich bin ein wenig neidisch. So. Das Grün ziehe ich jetzt mal bis ganz nach oben und komme dann hier mit dem Dunklen, den ich hier auch gleich nochmal ansetze. Also grundsätzlich machen wir immer zu allen Produkten, die es bei Online-Schreibgeräten zu kaufen gibt, versuchen wir die immer wieder in Videos zu integrieren. Deswegen, es gibt bestimmt zu deinem Stift, den du jetzt meinst, ein Video oder es kommt noch, falls du jetzt die neuen Kali Twin meinst. Da wird meine liebe Kollegin, die Andrea Wunderlich, nächsten Mittwoch einen Livestream nur zu diesem neuen Stift machen und genau erklären, wie der funktioniert, was man mit dem alles Wunderbares zaubern kann. Und ansonsten gibt es wirklich auf der Webseite von Online-Schreibgeräte einige Videos und auf YouTube genauso. Schaut euch da einfach gerne um. Inspiration ist genug da. So, jetzt habe ich glatt vergessen, noch meine zweite Farbe hinzumalen. Also schnell noch ein bisschen Blau. Ah, du meinst den Füller. Du meinst den Füller mit der schrägen Spitze. Ja, da musst du auf jeden Fall gucken. Die Andrea Wunderlich hat den schon des Öfteren in Workshops verwendet. Einfach mal gucken, gar kein Problem. Du meinst den Füller, alles gut, habe ich verstanden. Guck dich da gerne auf der Webseite um und die Videos von der Andrea Wunderlich, da gibt es auf jeden Fall Optionen, mit denen du auf jeden Fall was findest, wie du ihn anwendest. So, jetzt schnell noch das G. Abschließend machen wir noch ein bisschen Blau. Sehr, sehr gerne. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt sie mir. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Ob ich besonderes Papier benutze? Ja. Und zwar benutze ich die Rückseite von einem Aquarellpapier.
Das mache ich immer ganz gerne für Blendings. Hat den Effekt, dass ich den schönen Effekt von Aquarellpapier, dass es Wasser gut aufsaugt, aber trotzdem die Farben vermahlen lässt und es nicht aufraut. Die Rückseite nämlich deswegen, weil es glatter ist und ich so die Spitze von meinen Kali Brush Pens besser schützen kann und die Verläufe mit Wasser nicht so stark werden. Ja, umso grobkörniger das Aquarellpapier ist, umso stärker verläuft es einfach. Und deswegen die Rückseite. Da haben wir zwar den saugstarken Effekt, sage ich jetzt einfach mal, aber wir haben nicht die Fläche, dass es so dolle verläuft. Ich benutze total gerne von Canson das XL Aquarell. Das ist ein Spiralblock. Hier sind die Seiten nicht geleimt. Bedeutet, ich kann mir einfach die Seiten vorher schon raustrennen, kann sie mir auch zurechtschneiden für kleinere Größen. Wir werden in 14 Tagen, wenn ihr wieder die Auszeit hier mit mir genießen dürft, wenn wir eben aus diesem Aquarellpapier auch Karten machen. Das geht natürlich mit an vier Seiten geleimten Aquarellpapieren nicht so gut, weil man das ja immer erstmal abtrennen muss. Und also die an vier Seiten geleimten Aquarellpapiere sind super geeignet für größere Aquarellprojekte. Wenn wirklich viel Wasser kommt, dann ist es echt ratsam, so einen Block zu nehmen. Wenn man allerdings nur Blendings macht oder kleinere Aquarellprojekte oder mal Karten oder so, dann ist wirklich so ein einfacher, simpler Block vollkommen ausreichend. Der ist jetzt auch wirklich noch preislich im Rahmen, kostet irgendwas zwischen 10 und 12 Euro, je nachdem, wo man ihn kauft. So, zurück zu unserem Lettering. Wir haben da unten noch das Ende. So, wieder schön euch reingezoomt, dass ihr auch mir gut auf die Finger gucken könnt. Das Ende mache ich jetzt noch in dem Blauton. Und auch hier wieder zeichne ich die Buchstaben einfach Monolinie mit einer gleichbleibenden Stärke. So. Und auch hier noch der untere Teil mit etwas mehr Pigmenten. Und auch die werden noch schnell aktiviert. Und mit diesen dünneren Buchstaben ist es echt super wichtig, dass nicht zu viel Wasser auf dem Pinsel ist, damit es uns nicht davon schwimmt. Ja, das Video wird gespeichert, wie immer, sowohl auf der Webseite von Online-Schreibgeräte als auch auf dem YouTube-Kanal von Online-Schreibgeräte. So, das sollte dann auf jeden Fall morgen Vormittag für euch schon bereitstehen. So, auch hier versuche ich erstmal die obere Fläche zu aktivieren und dann in die untere zu gehen, wo ich die Pigmente doppelt aufgetragen habe. So. Beim Anfang haben wir noch ein paar Deko-Schnörkel. Die mache ich jetzt noch geschwind.
Dann male ich zum Beispiel die Fläche nicht ganz aus. Dann lasse ich die hintere Fläche noch ein bisschen frei. Natürlich von beiden Seiten. Und das andere in dem Blauton. Ich hatte es vorhin in meinem ersten in diesem hellen Türkis gemacht. Da ist es mir aber wirklich ein bisschen zu blass gewesen. Deswegen jetzt die kräftigere Farbe. Und auch hier einfach die Pigmente aktivieren. Und bis zum Rand führen. So. So schnell geht das. Die eine Seite ist schon fertig. Jetzt noch schnell die andere Seite. So, in welcher Farbpalette bewegt ihr euch denn? Habt ihr jetzt alle 1:1 mein Farbschema übernommen oder probiert heute jemand etwas anderes aus und ist super mutig? So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Basis, die Blending-Basis fertig. Jetzt möchten wir noch ein bisschen mit Effekten spielen und die wunderschönen Grautöne, die neuen, gleich mit benutzen. Wie gesagt, den hellgrauen haben wir theoretisch zum Vorzeichnen benutzt oder eben auch nicht. Der ist mir jetzt ein bisschen zu hell, deswegen nehme ich jetzt den zweithellsten. Und mit dem lege ich jetzt einfach einen Schatten um meinen Mut. Und zwar gehe ich jetzt davon aus, dass die Sonne ungefähr von hier kommt, also hier. Links oben bedeutet, ich mache rechts an der rechten Seite und unten meinen Schatten. Für alle, die sich das immer nicht so gut vorstellen können, kann man sich immer noch so einen Stift da hinstellen, also hinlegen, und dann weiß man genau, okay, hier bis da unten ist dann mein Schatten. So. So. Aha, da die einen nehmen meine Farm, Herbstfarm. Oh, auch schön, auch schön. Also wir freuen uns natürlich, sowohl ich als auch das Team von Online-Schreibgeräte, wenn ihr eure Ergebnisse später mit uns teilt. Nutzt dafür gerne den Hashtag OnlineGermany oder taggt OnlineGermany gleich oder auch mich, das Ideendepot. Wir teilen eure Ergebnisse sehr, sehr gerne in den Stories. So, der Mut hat schon seinen Schatten bekommen. Jetzt bekommt noch der Erfolg seinen Schatten. Dazu nehme ich jetzt die fast nicht das ganz dunkle Grau, sondern das vorletzte Grau, sage ich jetzt mal. So, los geht's. Auch genau hier kommt die Sonne theoretisch von hier. So, da darf man manchmal gar nicht so großartig drüber nachdenken, sondern einfach mal machen. Hilft. Immer rechts. Und unten. Weiter geht's. L. Das G noch. So.
Und jetzt haben wir nicht aufgepasst, jetzt haben wir es auf der falschen Seite gemacht. Ja, jetzt gibt es hier mal einen Doppelschatten. Das ignoriert ihr jetzt bitte. Das passiert, wenn man gleichzeitig versucht, Kommentare zu lesen und Schatten zu malen. Schrecklich. So. Und für meine Monolinien darf natürlich auch etwas Schatten sein. Und so mache ich es aber nur hierbei ist der das Ende und den Anfang lasse ich jetzt einfach mal so pur, wie er ist, denn der hat noch seine Fähnchen hier an der Seite und soll ja nicht alles gleich sein, damit da auch ein bisschen Spannung entsteht. Und für die kleineren Buchstaben nehme ich jetzt allerdings nicht die Spinselspitze, sondern ich nehme die Kalligraphiespitze und zeichne da einfach eine dünne Linie, eben in diesem Fall nur rechts, damit es nicht zu viel wird. Wir aber trotzdem ein bisschen einen Effekt haben. So, dass ihr auch alle mitschauen könnt. Und auch das Ende. Ich mache bei so ganz geraden Buchstaben wirklich ganz gerne einfach nur rechts die Schatten und spare mir das drunter. So. Ja, wunderbar. Vielen Dank für euren Applaus zu meinem geilen Fehler. Ja, so ist es. Wir sind alle nur Menschen. Der letzte coole Effekt noch für den heutigen Abend. Ich nehme jetzt das wirklich fast schwarz-graue. Auch hier die Kalligraphie-Spitze. Und da nehme ich wirklich die einfach so diese Kante. Und die kann ich einfach als Ersatz für einen Feinliner. Habe ich euch, glaube ich, schon öfters in den anderen Videos auch gezeigt. Also ich nutze gern einfach diese Spitze hier vorne als Ersatz für einen Funliner und gehe jetzt nochmal zwischen Schatten und mein Blending und mache da nochmal eine dünne Linie rein und versuche die nicht komplett durchzuziehen, sondern unterbreche die einfach immer wieder. Da einfach noch ein bisschen Spannung reinzubringen. So. Wie gesagt, nicht durchziehen, einfach so ein bisschen, wie wenn man so eine Naht zeichnen würde. Und das mache ich jetzt auch nur bei Mut und Erfolg. So. So bekommen die Buchstaben nämlich nochmal einen schöneren Effekt. Und umso mehr Schichten da einfach drauf sind, umso spannender sieht es für unser Auge aus. So. Wenn ich jetzt mein Lettering digitalisieren würde, dann könnte ich meinen Schatten-Fauxpas einfach dann wegretuschieren, wegzaubern. Ja? Da ich das nicht tue, muss ich jetzt einfach damit leben. Oder ich zeige euch jetzt dann einfach gleich das, was ich schon vorgearbeitet hatte, als Abschlussbild, damit ihr euch nicht mit einem Fehler den Abend beenden. Ne? So, wunderbar. Hier die Version ohne Schattenfehler. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Und wart ein bisschen mutig mit eurer Farbwahl. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Ergebnisse. Taggt mich gerne. Ich freue mich, eure Kunstwerke in meinem Feed zu zeigen. Das Team von Online-Schreibgeräte freut sich da mit Sicherheit auch drüber. Lasst es euch bitte gut gehen. Noch ein kleiner Hinweis, Service-Hinweis nächste Woche.
zeigt euch Andrea Wunderlich, wie diese wunderbaren 9 Kali Twins funktionieren. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und machen da Karten mit Aquarell-Effekten und werden dazu die Tintenfässchen nutzen. Wer keine Tintenfässchen hat, kein Problem. Ihr könnt selbige Effekte auch mit den Kali Brush Pens erzielen. Ich freue mich auf euch. Habt eine feine Zeit. Genießt noch den Abend. Bis bald.